Finaler Härtetest für den Club vor dem ersten Pflichtspiel im neuen Jahr. Gegen den Halleschen FC wollte das Team von Robert Klaus Selbstvertrauen und Spielrhythmus sammeln für die Rückrunde in der Liga. Im heimischen Max-Morlock-Stadion hatten die Platzwärter bis kurz vor Anpfiff noch alle Hände voll zu tun, um den Rasen vom Schnee zu befreien. Pünktlich zum Spielbeginn kam dann aber auch die Sonne zum Vorschein und der Platz war geräumt. Gespielt wurden 3x35 Minuten, um allen Spielern Einsatzzeit zu ermöglichen. Wir wollten Spielzeit verteilen, wollten aber auch eine gewisse Spielzeit, die Mannschaft, die begonnen hat, auf dem Platz haben, mindestens 70 Minuten lang. Und deswegen haben wir gesagt, wir einigen uns auf 3x35 in Abstimmung mit Halle. Es hat ihnen auch gut gepasst und deswegen fand ich es okay. Den besseren Start erwischte der Gast aus Halle, der früh attackierte und den Club immer wieder beim Spielaufbau störte. Daraus resultierte auch die erste Torchance für den Drittligisten. Doch Manuel Eberwein traf nur den Außenpfosten. Auf der anderen Seite wurde Lino Tempelmanns Abschluss gerade noch zur Ecke abgewehrt. Nach 17 Minuten konterte Halle dann den Club aus. Julian Guttau behielt im Strafraum den Überblick, bediente den mitgelaufenen Terence Boyd und der Stürmer vollendete überlegt zur Führung für den Gast. Wir können viele Dinge rausnehmen aus dem Spiel, die wir unter der Woche trainiert haben. Die waren Schwerpunkt heute. Da haben wir ein paar Dinge von gut umgesetzt. Ein paar müssen wir noch dran arbeiten. Wann spielen wir in die Tiefe? Wann haben wir den Blick, wenn wir Raum haben hinter der Kette? Da haben wir ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Grundsätzlich bin ich zufrieden mit dem Ablauf. Die drei Drittel haben gut getan. Jeder hat Spielzeit sammeln können. Deswegen war es okay. Der Club brauchte ein paar Minuten, um sich zu schütteln, spielte dann aber seinerseits zügig nach vorne. Mats Möller-Deli konnte nach einem Dribbling im 16er nur per Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Enrico Valentini sicher zum 1:1. Keine drei Minuten später dann der nächste Treffer. Dieses Mal setzte sich Tempelmann mit ein wenig Glück durch und vollendete zur Führung. Ich glaube, dass wir die ersten 10 Minuten, Viertelstunde ein bisschen Probleme hatten im Anlaufen, im Pressing. Haben es dann relativ gut auf dem Platz hinbekommen, mehr Zugriff zu kriegen. Glaube ich, haben dann relativ schnell in kurzer Zeit das Spiel gedreht, was sehr wichtig war. Und ansonsten muss man, glaube ich, heute sagen, dass wir schon sehr ordentlich gespielt haben, viele Chancen rausgespielt haben, effektiv waren vor dem Tor, freie Abschlüsse und dass man auch in der Höhe dann das Ergebnis auch in Ordnung geht. Kurz nach der ersten Drittelpause war es erneut ein schnell vorgetragener Angriff, den Tempelmann mit seinem zweiten Treffer krönte. Nach zuvor drei Kopfballtreffern in der Liga bewies der 22-Jährige nun auch seine Torgefahr mit dem Fuß. Von Halle kam offensiv in dieser Phase zunächst wenig. Dafür durfte sich Nikola Dovedan nach rund 44 Minuten in die Torschützenliste eintragen. Das 4:1 für den Club und die Belohnung für eine gute Leistung des Österreichers. Zuvor hatte Manuel Scheffler den Ball gut behauptet und anschließend seinen Sturmpartner in Szene gesetzt. Ich glaube, dass wir allgemein nach vorne hin noch gefährlicher werden wollten. Haben das heute auf den Platz gebracht, aber die Arbeit ist nicht vorbei leider. Wir wollen Gas geben, wollen besser werden und wollen natürlich in jedem Bereich nochmal eine Schippe drauflegen. Es ist eine normale Trainingswoche, wir bereiten uns normal auf Paderborn vor. Deswegen werden alle Phasen des Spiels wieder Schwerpunkt sein. Wir werden uns darum kümmern, was müssen wir verteidigen und was können wir selber ausnutzen. Grundsätzlich haben wir uns heute viele Torchancen herausgespielt, das ist okay. Wir haben trotzdem zu viel zugelassen. Da müssen wir einfach besser werden. Wir haben dann nicht aggressiv genug verteidigt in bestimmten Phasen. Da müssen wir einfach nochmal den Schlüssel ansetzen für die Woche. Aber rundum, wie die Mannschaft mit dem Rückstand umgegangen ist, war okay. Wie sie dann nach dem Führungstreffer weiter Gas gegeben hat, war okay. Und auch wie wir am Ende das zu Ende gespielt haben, hat gepasst. Die Gäste versuchten danach nochmal ein wenig Spannung zu erzeugen. Doch die Abschlüsse von Justin Eilers, der gleich dreimal an Christian Matenia und Christopher Schindler scheiterte, fanden nicht den Weg ins Tor.
Ich glaube, in so einer kurzen Pause verliert man relativ wenig von dem, was man sich erarbeitet hat vorher und was man trainiert hat. Und wir hatten eine Woche frei, dann hatten wir eine Woche schon wieder komplett durchgängig Läufe und andere Arbeit zu verrichten zu Hause. Und umso schöner ist es, wenn es wieder schneller an den Ball geht, weil das ist das, was am meisten Spaß macht. Im letzten Drittel wechselte Trainer Klaus dann komplett durch und ermöglichte so Neuzugang Jens Kastrop nach nur einem Tag sein Debüt im Clubtrikot. Und der 18-Jährige hatte auch gleich eine Torchance. Doch Keeper Tim Schreiber war zur Stelle. Ja, das, was er heute angedeutet hat, dafür haben wir ihn auch geholt. Er ist jung, er ist unbekümmert, er spielt immer mit einer gewissen Leidenschaft und Aggressivität, arbeitet gut gegen den Ball, ist fleißig und bietet sich auch an, versteckt sich nicht, das ist mir wichtig. Und dafür haben wir ihn geholt und deswegen sollte er auch heute ins kalte Wasser geworfen werden mit nur einer Trainingseinheit und das hat er gut gemacht. Den letzten Treffer der Partie erzielte dann Lukas Schleimer, der einen Konter überlegt vollendete und so den 5:1 Endstand markierte. Mit diesem Ergebnis geht die Mannschaft nun in die finale Vorbereitung, ehe am kommenden Wochenende der SC Paderborn im Max-Morlock-Stadion vorstellig wird.